Schnell den Topf weg. Was hast du denn da alles mitgebracht? Ein bisschen Obst und Gemüse. Vom Laden um die Ecke. Das alles wollten die wegschmeißen. Dabei ist es noch voll gut. Da gab's auch noch mehr, aber mehr habe ich nicht tragen können. Oh, Paprika. Hm. Die kann ich gut gebrauchen. Ich habe gerade schon geschnuppert. Riecht gut. Sag mal, was kochst du da eigentlich? Afrikanischen Gemüseeintopf. Portikus. Habe ich von Shari aus meiner Kochgruppe. Wollte ich schon immer mal machen. In was für einer Gruppe bist du denn? Über den Tellerrand kochen. Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag im Monat, um gemeinsam zu kochen. Ich zeig dir mal die Seite. Hey, ich habe noch nicht mal gespeichert. Das ist doch schnell gemacht. Stadtgestalten.org. Zeig mal, was kann man denn da machen? Im Prinzip funktioniert das so. Mit Stadtgestalten.org können du und andere Rostocker Gruppen zu bestimmten Themen gründen. Johanna, wenn du jetzt zum Beispiel joggen gehen möchtest, aber keine Lust hast, alleine zu laufen, dann erstellst du dir ein eigenes Profil. Um dich zu registrieren, gibst du einfach deine E-Mail-Adresse ein und denkst dir ein Passwort aus. Deinen Namen kannst du später noch hinzufügen. In 0,nix hast du dein Profil erstellt. Halt, aber wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Du kannst Stadtgestalten ohne Offenlegung deiner Identität nutzen. Mithilfe der Suchfunktion kannst du jetzt nachschauen, ob es schon eine Laufgruppe in Rostock gibt. Und was ist, wenn es noch keine gibt? Falls nicht, legst du ganz einfach eine neue Gruppe an. Und nach kurzer Zeit werden andere Stadtgestalten auf deine Gruppe aufmerksam und können beitreten. Nun kannst du Beiträge schreiben und kommentieren, sowie Veranstaltungen ankündigen, die dann jede Stadtgestalt lesen kann. Also können alle, die wollen, jeder beliebigen Gruppe beitreten und so viele Gruppen erstellen, wie sie möchten? Ja, genau. Und wenn jemand einen neuen Beitrag verfasst oder eine Veranstaltung plant, dann bekommst du eine Benachrichtigung per E-Mail. Aber ich habe keine Lust, Werbung zu bekommen. Nee. Stadtgestalten.org ist komplett werbefrei, nicht kommerziell und frei verfügbar. Auf stadtgestalten.org ist alles möglich. Es gibt Gruppen, die Sachen reparieren, die gemeinsam Brot backen, die sich für solidarische Landwirtschaft einsetzen und welche, die ihr Computerwissen teilen. Durch stadtgestalten.org ist man in Rostock durch verschiedene Gruppen vernetzt und findet Menschen mit gleichen Interessen. Das klingt ja cool. Tom, dann kannst du ja darüber deinen Sport organisieren. Das geht? Ja, klar. Hier gibt es eine Gruppe, die Klamotten für Bedürftige sammelt. Das klingt gut. Oh, und guck mal hier, Johanna. Eine Containergruppe? Hätte ich das vorher mal gewusst. Die treffen sich jeden Dienstag und Donnerstag. Im Kältebus sind wir immer unterbesetzt. Vielleicht gibt es hier eine Gruppe, die sich für Obdachlose einsetzen will. Ich wusste, dass euch Stadtgestalten.org gefallen würde. Ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn wir aus alledem einen gemeinsamen kulturellen Kochabend machen würden? Du, Johanna, du besorgst die Zutaten mit deiner Containergruppe. Ich die Rezepte und koche und du, Tom? Warte, weil wir sowieso immer zu viel kochen, kann ich einen Teil davon ja im Kältebus verteilen. Das kann ich mir gut vorstellen. Da finden sich bestimmt viele, die mitmachen wollen auf stadtgestalten.org. Gruppe? Habe ich schon erstellt. Sehr gut, na lass mal essen. Was auf der linken Kante, dann bestimmt. Ich meine, das würde doch so.